Oh ja. Oh ja! Wer ist es? Hey FIFA-Freunde, was geht ab? Hier ist wieder euer Peter und willkommen zum ersten richtigen Pack-Opening hier auf meinem Kanal. Denn ihr wisst ja, in den Premium-Goldset sind sogenannte dynamische Karten. Die sind dann so schwarz, so wie hier, wie ihr das gerade auf dem Bildschirm seht. Und diese Karten können folgendes. Wenn man die zieht, also die haben dann die ganz normalen Werte, aber sobald sie im Laufe des Spiels zu einer Informkarte werden, verwandeln sich deine Karten, die du schon gezogen hast, auch zu Informkarten. Also das finde ich richtig nice, sowas. Und wir ziehen das erste Pack. Pete, Alter. Wir haben Pete das erste Mal gezogen. Komm schon, ich brauche jetzt mal was. Oh. Barry, Alter. Oh nein. Letztes Jahr hatte ich auch so viel Pech beim Pack-Openings. Wenigstens mache ich. Oh, das Logo, also Trikot vom FC Bayern. Nice one. Jetzt komm schon. Ohne Sternschnuppe. Und wer ist es? Oh, Sushi. Aber das Ding ist, warum kommt bei ihm so eine Sternschnuppe, Alter? Hätte ich nicht verstanden. Da denkst du direkt, oh, da kommt wer weiß wer. Und dann kommt hier er. Sternschnuppe. Und wer ist es? Oh, von River Plate, Alter. Alessandro. D'Alessandro. Meine Herren, das gibt's doch gar nicht. Ach komm, bitte wirklich nur eins. Walkert. Ja, wer ist es? Torwart? Torino? Joe Hart. Joe Hart, okay. Alter Schwede, denkst du direkt, wer ist das? Und dann kommt Joe fucking Hart. Den haben sie ja ausgeliehen an Turin. Also an FC Turin. Weil Pep Guardiola gesagt hat, nein, wir brauchen einen anderen Torwart. Ja, und dann ist er nach Turin gewechselt. Also auf Leihbasis erstmal. Aber ich denke mal nicht, dass er zurückkommt. Und jetzt, ja, ja. Ja, Stürmer, Everton. Okay, Lukaku, immerhin. Kann man auf jeden Fall mal machen. Lukaku ist richtig gut in Ultimate Team. Den kann man gut gebrauchen. Bitte, 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 FIFA. Gott, ja, Holländer. Oh. Van Dijk. Ich weiß nicht, wie oft ich Van Dijk gezogen habe beim Capture-Event. Der Typ war immer dabei. Von Southampton, Alter. Immer wieder war der da drin. Ja. Uruguay. Jiménez. Der ist echt nicht schlecht. Das ist wirklich ein guter. Also, der ist im Ultimate Team. Da kann man auch eine gute Mannschaft. Und Mikel. Also, da kann man auf jeden Fall gute Sachen draus machen. Wenigstens einen dynamischen heute, Freunde. Und wieder eine Sternschnuppe. Ja, Chelsea. Oh, Oscar. Der ist auch richtig nice. Vor allem für ein Premier League Team. Den kann man da richtig gut gebrauchen. Er ist ballsicher, er ist dynamisch. Oh ja. Oh ja! Wer ist es? Jawohl, Gaetan, Freunde. Nice one. Jawohl, 85. Dynamische Karte. Yes. Sehr, sehr, sehr gut, Alter. Digga, das war mal eine dicke Sternschnuppe. Das war fast ein Komet. Na, wusste ich. Da muss was Nices drin sein. Jawohl. Richtig geil. Wen haben wir denn hier? Linksverteidiger Spanier, Liverpool. Und das kann nur Moreno sein. Jawohl, Moreno. So. Freunde. Jetzt, jetzt, jetzt. Ein deutscher Zentraloffensiv. Und das ist Max Meyer, Freunde. Ist auch nicht schlecht fürs deutsche Bundesliga-Team. Kann man auf jeden Fall mal gebrauchen. Jetzt kommt schon. Jawohl, wieder ein Goldspieler. Rare und... ja, Vasquez. Und hier haben wir Zentraldefensiv, Spanier. Es ist Iborra. Also langsam können wir auch in Primera Division Liga aufmachen. So viele. Und Marc Bartra. Jawollo. Gut fürs deutsche Team auf jeden Fall. Der Rest ist wieder Schrott. Romero kannst du auch zu Hause lassen. Der kann ja gar nichts. Oh, komm schon.
Chelsea, links Mittelfeld Pedro. Jetzt haben wir schon Chelsea, von Chelsea Pedro und Oscar heute. Also ein Premier League Team wird sich auf jeden Fall lohnen. Die sind gar nicht so schlecht, die beiden. Den haben wir hier, Freunde. Deutscher Torwart, Liverpool. Und das kann nur Loris Karius sein. Auch sehr gut fürs deutsche Team. Nice. Den kann man ja individuell einsetzen. Und wir haben das Wembley-Stadion, Freunde. Das sehe ich direkt hier. Nice one. Ist ja sowohl gut für Premier League-Team als auch fürs deutsche Team. Je nachdem, wie man das Ganze gestaltet. Also, war netter. Ich hatte nicht einen Walkthrough heute, dafür hatte ich eine dynamische Karte. Ja, ich würde sagen, wir öffnen jetzt das letzte Pack für heute. Und wer weiß das schon, vielleicht haben wir ja was richtig Geiles noch hier im Handschuh oder wie man sagt. Nein, glaub nicht. Stürmer, Spanier, Atletico, Fernando Torres. Ja gut, also ich sag mal, fürs letzte Pack gar nicht so schlecht. Sind halt nur Goldspieler-Packs, ne? Ich würde sagen, das war's vom Pack-Opening. Wenn es euch gefallen hat, wir haben heute Gaetan gezogen. Darauf bin ich persönlich sehr, sehr stolz. Und wir sehen uns Samstag wieder. Dann wird es wieder ein Pack-Opening geben. Das war's von mir. Euer Peterle. Bis zum nächsten Mal und tschaußen.